Jo Leute, wundert euch nicht, dass ich aussehe wie ein Stück Scheiße, aber es ist ja, ihr habt jetzt die Uhrzeit gesehen, es ist schon ein bisschen später und ich habe auch morgen wieder Schule und so. Ihr seht mich in einer ungewohnten Umgebung. Diese Umgebung gibt es quasi noch nicht so lange. Das ist mein Badezimmer, beziehungsweise das meine Eltern und mir. Das Badezimmer ist unser zweites Badezimmer. Aber das erste, was jetzt fertig gemacht wurde, deshalb, ja. Aber ich will euch gar nicht irgendwie was zeigen oder so hier, darum geht es gar nicht. Ich bin hier nur gerade, weil wir haben Fußbodenheizung und die ist auch gerade an und deswegen laufe ich hier auch ohne Schuhe rum. Weil ich sagen muss, dass das echt angenehm ist. Also eigentlich laufe ich hier so gut wie immer mit Schuhe rum, aber wenn man Fußbodenheizung hat, dann ist das klasse. Und zwar habe ich jetzt endlich rausgefunden bei House of Night, welches Buch ich denn lesen muss. Weil das war ja mein Problem im letzten Vlog, hatte ich ja als letztes angesprochen, wenn ihr euch den überhaupt so lange angeguckt habt. Ansonsten, ich kann euch den gerne nochmal in die Infobox packen oder also in die Infobox, ja genau, oder in die Infokarte. Mein Gott, das ist eindeutig zu spät. Ich weiß gar nicht, ob sich das so viele bis zum Ende angeguckt haben. Es hat relativ gute Daumenanzahl, damit habe ich mich auch gewundert, weil erstmal ist das Video 30 Minuten lang, glaube ich, oder über 30 Minuten, also es ist schon echt lange. Aber weil ich mir dachte, das Ganze kann ich in ein Video packen, weil das besser ist, als wenn ich das in zwei Videos packe. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, packst du das in ein Video. Ja, und ich habe auch nicht gedacht, dass die Daumenanzahl so gut ist. Einmal, weil es so lang ist. Und dann, weil ich dachte, dass das ein Thema ist, wofür sich nicht ganz so viele interessieren. Oder was vielleicht nicht ganz so viele gut finden. Aber irgendwie schien es ja doch ganz gut anzukommen. Also findet ihr es gar nicht so schlecht, wenn ich über Bücher rede? Das ist natürlich sehr cool. Es freut mich natürlich, wenn ich euch jetzt irgendwelche Bücher nahelegen kann und so. Und ich hatte ja mein letztes Problem war, dass ich House of Night lesen wollte und ich nicht mehr wusste, welchen Teil ich lesen muss. Und jetzt habe ich angefangen, mal ein paar Bücher durchzublättern. Und mir ist jetzt aufgefallen, ich muss ja wirklich auch dort auch nur noch ein Buch lesen. Die Sache ist nur die, ich bin einfach raus und es ist so schwierig, da jetzt wieder reinzukommen. Ich habe jetzt das erste Kapitel gelesen und beim zweiten bin ich jetzt mittendrin. Teilweise habe ich jetzt wieder das Gefühl, oh fuck, musst du das Buch davor doch noch lesen? Fehlt dir da doch noch ein Teil? Aber ich dachte mir so, aber mir kommt das so vor, als hätte ich das schon gelesen. Also eigentlich habe ich jetzt rein theoretisch ein Buch, was ich lesen muss. Aber weil ich teilweise mir so denke, sicher, dass du das Buch davor schon gelesen hast, aber irgendwie denke ich mir wiederum auch, ich habe da Textstellen gelesen, wo ich mir dachte, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schon gelesen habe, aber vielleicht irre ich mich auch. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das Buch wirklich weiterlesen sollte oder ob ich jetzt lieber nochmal das Buch davor anfangen sollte lesen sollte und vielleicht, wenn ich da dann merke, oh okay, es kommt mir doch wirklich richtig bekannt vor, dass ich dann das erst wegpacke. Habt ihr da irgendwie einen Tipp, was ich vielleicht machen sollte? Weil ich bin echt überfordert irgendwie. Weil ich habe jetzt auch Angst, dass ich was aus dem Buch davor mega verpasse und so. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu sehr raus, um zu wissen, dass ich das schon gelesen habe oder nicht. Gib mir mal irgendwie einen Tipp, helft mir mal. Und dann war ich jetzt die Woche beim Konzert von Alicia Marie und Chris Brenner und Tommy Riley. Aber es war ja nun mal, ne? Hauptactress war Alicia. Und, oder Alicia, ist mir egal. Ich sag immer Alicia, einige sagen Alicia, ich glaube, ist ja im Endeffekt egal, glaube ich. Auf jeden Fall. Und da habe ich ja gesagt, hatte ich ja in meinem Video vom Konzert, was ich euch gerne nochmal in die Infobox packen kann oder hier oben in die Infokarte, dass ich ein paar nette Mädels dort kennengelernt habe. Und jetzt schreiben wir schon seit einer Weile und jetzt sind noch ein paar, also wir sind in so einer WhatsApp-Gruppe und da sind jetzt noch einige dazugekommen, zwei, glaube ich. Und ja, es ist irgendwie voll cool. Also ich war noch nie in so einer WhatsApp-Gruppe, weil es gibt ja immer viele so eine WhatsApp-Gruppen, wo die Leute so Fans, Zuschauer, was auch immer, WhatsApp-Gruppen aufgemacht haben für die jeweiligen YouTuber quasi, ob sie nun Fans sind von Melina oder was weiß ich wem.
Und dann haben sie die Gruppen immer Melinas Unicorns oder irgendwas genannt und haben dann halt öfters dort geschrieben und haben sich dann auch angefreundet und so. Und sowas fand ich schon immer ganz cool, aber ich habe nie mich dafür gemeldet, so ich möchte mit in dieser WhatsApp-Gruppe sein, weil ich Angst hatte irgendwie auch teilweise davor. Ich meine, ich habe eigentlich keine Angst, Kontakte zu knüpfen. Dennoch war es, dachte ich mir, ist das nicht irgendwie ziemlich komisch, wenn man nur in so einer Gruppe ist? Und dann dachte ich mir auch so, ich kenne deren Namen nicht. Natürlich, die lernt man ja kennen und so, das wäre ja kein Problem. Aber es war eben, ja, ich dachte so, Und eigentlich bin ich auch nicht so der Mensch, der schnell seine Nummer weitergibt oder so, weil ich davor echt Angst habe, dass man meine Nummer in die falschen Hände geraten. Eben so Leute, die einen quasi terrorisieren und einen ständig anrufen. Oder dadurch, dass ich ja schon ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe, klar wissen das viele Leute gar nicht, wenn ich die erstmal kennenlerne, weil ich komme ja nicht auf die zu und sage, hey, hallo, ich mache YouTube-Videos. So läuft das ja nicht. Aber früher oder später finden es vielleicht alle raus, also so ist es nicht. Auch mit den Leuten, mit denen ich abhänge, die es vielleicht noch nicht wissen. Und naja, und dann habe ich halt so diese Angst, dass sie vielleicht jetzt nicht deine Nummer weitergeben, aber vielleicht, wenn man sich dann doch mal zerstreitet oder so, sagt man das so, zerstreitet? Keine Ahnung. Aber da habe ich dann Angst, dass es dann Leute gibt, die eben dann so arschig sind und dann deine Nummer einfach weitergeben. Das weiß ich nicht. Also das könnte, klar, das ist, weil ich jetzt rede, dass ich eine Person aus dem öffentlichen Leben bin, aber das ist auch genauso schlimm für eine Person, die nicht im öffentlichen Leben steht. Aber ja, ich habe einfach Angst davor, so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich auch nicht so der Mensch, der schnell seine Telefonnummer rausgibt oder irgendwie seine Adresse oder so. Ja, ich meine, es gibt genug Stalker-Serien und tralala von YouTubern, die auch viel erzählt haben, dass vor deren Haus ständig Leute stehen und so. Und sowas möchte ich niemals haben. Deshalb bin ich da, was das angeht, auch immer noch mal ein bisschen vorsichtiger. Weil wer weiß, was im Internet so für Leute sind. Aber beim Konzert von Alicia Marie habe ich ja nun mal, also und Tommy Riley und Chris Brenner, habe ich ja nun mal ein paar Mädels kennengelernt. Ich sag mal so, die habe ich ja gleich kennengelernt dort. Und man hat sich zwar nicht viel unterhalten, aber man teilt ja irgendwie doch eine Leidenschaft. Und deshalb ja, kam mir das nicht ganz so falsch vor. Und jetzt schreibt man sich ein bisschen immer und schickt sich ein paar Videos und so noch vom Konzert. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange das geht, weil man hat ja wirklich wahrscheinlich nur das Gesprächsthema oder so. Und naja, bisher muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz cool und das fühlt sich auch ganz gut an. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin erstmal ganz glücklich, das gemacht zu haben. Deswegen, also, wie gesagt, ich wäre viel lieber gerne in ganz vielen WhatsApp-Gruppen. Aber das Problem ist bei WhatsApp-Gruppen immer, dass sie so zugespammt werden oftmals, dass man jeden Tag oder so, wenn du mal vielleicht eine Stunde nicht drin bist, dass du dann schon wieder 100 Nachrichten hast, die du noch nicht gelesen hast. Vor allem, wenn dann ganz viele Leute in dieser Gruppe sind. Deshalb, das neigt ja auch mal alles dazu, so auszuarten. Und wenn du dann noch deinen Ton anhast oder beziehungsweise die Benachrichtigung überhaupt an, dann musst du nicht mehr deinen Ton anhaben. Es reicht schon dein Handy auf Vibration. Das hatte ich heute in der Schule, da hat es auch ein paar Mal laut vibriert, weil irgendwie vibriert mein Handy manchmal stärker, weiß ich auch nicht warum. Und da hat es dann auf dem Tisch so laut vibriert und da dachte ich, oh fuck. Und dann hatte ich zwischendurch, weil ich ja heute auch Tests geschrieben habe und so, dann habe ich irgendwann zwischendurch mal mein Handy auf Flugmodus gestellt, weil ich mir dachte, boah, Alter, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Ich meine, klar, es war nicht oft, wo es vibriert hat, also es gibt öfters, ne. Aber es war trotzdem, jedes Mal war das wie so ein, auch weil es so laut war und ja, deshalb habe ich mir dann gedacht, ja komm. Aber ich möchte die Gruppe ungern auf stumm schalten. Also das heißt, dass man keine, quasi nicht so diese lauten Benachrichtigungen bekommt. Aber ja, ich möchte das nicht, weil, weiß ich nicht, es kommt mir blöd vor. Und vielleicht verpasse ich ja mal was Gravierendes, wenn ich nicht sofort drauf gucke oder so. Deshalb, ja, finde ich das gar nicht so schlecht. Gut, mal sehen, wie das Ganze so weiterhin läuft. Und wie gesagt, ihr müsst mir helfen, was ich mit dem Buch machen soll. Ob ich lieber doch nochmal das Buch davor anfangen soll zu lesen. Oder ob ich ja, jetzt einfach mit dem Buch jetzt weiterlesen soll. Ich brauche echt eure Hilfe.
Ich hoffe, ich spreche auch die Leute an, die sich für Bücher interessieren. Weil wenn jetzt Leute kommen, die sich gar nicht für Bücher interessieren, die würden mir wahrscheinlich einfach in die Kommentare schreiben, ah, scheiß drauf, lies doch einfach das Buch, das davor ist egal. Weil, da denke ich mir dann auch wieder so, ja. Nein, da bin hab ich, helft mir einfach und ich hasse das. Im Endeffekt stehe ich doch schon wieder bei dem Punkt, an dem ich schon vorher stand. Naja gut, dann möchte ich euch nicht länger nerven. Jo Leute, entschuldigt meine ungeschminkte Visage, aber ich habe mich heute noch nicht geschminkt. Aber es ist jetzt Wochenende und ich habe, wenn ihr dieses Video hier seht, habe ich ab morgen Ferien. Und das heißt, das sind ganze 2 Wochen. Also ich habe ganze 2 Wochen Ferien und das ist natürlich super, weil ich habe mir auch nichts vorgenommen in den Ferien. Also ich habe nichts geplant, ich habe nichts vor bisher, also nicht, dass ich wüsste, vielleicht kommt jetzt spontan noch irgendwas, aber eigentlich nicht. Also keine krassen Dinge, dass ich keine Zeit hätte, sondern ich habe eigentlich richtig viel Zeit. Und diese Zeit werde ich damit nutzen, um ganz viele Videos zu drehen, denn ich habe ja gemerkt, in letzter Zeit ist das mit den Videos nicht mehr so geil gewesen, aber weil ich einfach nicht mehr geschafft habe, in einer Woche ein gutes Video zu produzieren oder in weniger als einer Woche. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn du dir jetzt was in den Ferien vornimmst, dann dann schaffst du das nicht. Und ich freue mich auch schon richtig darauf, weil ich habe jetzt die ganzen Ferienzeit, ganz viele Videos zu drehen und vorzudrehen, vor allem auch, weil damit ich schon mal was für die nächsten paar Wochen habe, dass ich dann quasi nicht schon wieder auf dem Schlauch stehe und nichts machen kann. Das heißt, ich werde ganz viel vordrehen. Ich hoffe nur, weil ich teilweise überlegt habe, was draußen zu drehen, hoffe ich, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Werde ich ja sehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon total irgendwie mal ein bisschen mehr was zu drehen und so. Weil ich habe mir auch aus dem Grund nichts vorgenommen, weil ich einfach wieder diese Zeit brauchte, um mehr Videos zu drehen. Denn ja, das war in letzter Zeit, das ist ziemlich schleifend gewesen mit den Videos und deswegen will ich jetzt so viel wie möglich drehen. Ich habe auch ganz viele Ideen, aber wie gesagt, die lassen sich halt in der Woche immer so schlecht umsetzen. Deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass ich endlich Ferien habe und auch Zeit habe, Videos zu drehen, weil die letzten Ferien sind zwar nicht ganz so lange her, aber das war auch nur eine Woche Ferien und die eine Woche war ich in Dänemark und da hatte ich gar keine Zeit, Videos zu drehen und da wollte ich auch keine Videos drehen, weil ich Dänemark genießen wollte und da kann ich ja auch nicht einfach so ein paar Videos drehen, weil ich da nicht alles an Material dort habe und so. Und hier habe ich bei mir alles zu Hause, was ich drehen könnte und ja. Deshalb, ja, ich mache auch ab Montag, also ab morgen für euch, mache ich auch die Detox-Kur wieder. Und ich habe, einerseits freue ich mich, wieder die Detox-Kur zu machen. Ich will sie ja jetzt immer, ich mache sie jetzt immer jedes Jahr. Irgendwie versuche ich die immer Anfang des Jahres irgendwie zu machen. Ja, eigentlich wollte ich sie versuchen, auch in der Zeit zu machen, wo man vielleicht nicht so lange Schule hat oder so. Weil ich weiß noch, als ich das erste Mal die Detox-Kur gemacht habe, habe ich sie in der Schule gemacht. Also wo ich wirklich von Montag bis... Ah, gar nicht. Ich hatte nur bis Mittwoch, glaube ich, Schule. Und Donnerstag hatte ich frei. Und Freitag war, glaube ich, Brückentag oder so. Und deswegen hatte ich das gar nicht so lange quasi in der Schule gemacht. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Die Sache war auch, die Schule ging nicht so lange. Ich musste nicht so früh raus, weil meine Schule nicht so weit weg war. Und somit fand ich dort die Detox-Kur wirklich am besten. Weil letztes Jahr habe ich gemerkt, da habe ich es in einer Woche gemacht. Da habe ich die Detox-Kur in einer Woche gemacht, wo man wirklich von Montag bis Freitag Schule hatte. Also das heißt, da war nichts mit irgendwie Donnerstag frei und Freitag Brückentag. Und dann war es halt auch schon auf der neuen Schule, die so weit weg ist, wo ich früh aufstehen muss, also wo ich ganz früh morgens aufstehen muss. Und dann die Schule halt auch früh beginnt und somit, beziehungsweise sie beginnt ja gar nicht so früh, aber ich muss halt so früh aufstehen, weil die Schule so weit weg ist. Und dann endet sie auch spät und ich komme so spät nach Hause. Ja, und das ist wirklich ganz schwierig, wenn das so ist. Und in den Ferien ist das, glaube ich, wirklich am besten, weil da habe ich die Zeit. Erstmal, wenn ich lange schlafe, muss ich mir nicht so viel den Tag über Gedanken machen, was ich essen kann. Und dann in den Ferien habe ich auch die Zeit für mich. Und ich weiß nicht, es ist einfach besser, wenn ich mich vor allem nicht konzentrieren muss, so auf die Schule oder so. Weil ich habe ja gemerkt, letztes Jahr, die Konzentration ist schon nachgelassen. Ich brauche auf meiner neuen Schule brauche ich immer irgendwie Süßigkeiten dabei oder irgendeine Süßigkeit, weil sonst halte ich das wirklich dort nicht aus, den Tag. Ich meine, das klingt schlimm, aber es ist wirklich so. Und ich habe wirklich gemerkt letztes Jahr, es hat mich so fertig gemacht und ich war froh, als die Detox-Kur vorbei war. Klar war ich in dem Jahr davor, war ich auch froh, als sie vorbei war, natürlich. Aber ich hätte sie auch noch eine Woche durchziehen können, so ist es nicht.
Natürlich, man ist immer froh, wenn man wieder das essen kann, was man mag und sich nicht beschränken muss. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt, obwohl ich jetzt Ferien habe, wird es mir sogar noch ein Ticken leichter fallen, hoffe ich zumindest. Natürlich, wenn meine Eltern vor mir wieder irgendwelche geilen Sachen essen, dann denke ich mir auch wieder, ja, nee, ist nicht so geil, aber egal, ich werde es durchziehen. Ich meine, es ist nur eine Woche und ja, die letzte Woche von den Ferien, weil ich jetzt 2 Wochen Ferien habe, kann ich dann eh wieder das essen, was ich möchte. Ich mache die Detox-Kur auch nur so, weil, ich weiß nicht, ich habe damit einmal angefangen, ob es am Ende gut ist für den Körper, keine Ahnung, ist mir auch relativ egal. Und solange ich einfach überhaupt irgendwas tun kann, ich meine, mag sein, dass das vielleicht gar nicht so gut ist für den Körper, eine Detox-Kur, oder dass es auch nichts bringt, weil ich es nur eine Woche mache und danach schaufel ich eh wieder jede Scheiße in mich rein. Aber es gibt mir trotzdem ein Gefühl, dass ich meinen Körper nicht ganz so sehr, dass ich es wenigstens versuche. Zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, jeden Sonntag mich aufs Fahrrad zu setzen, weil wir haben so einen Home-Trainer, so ein Fahrrad. Und jetzt fahre ich jeden Sonntag immer 1 Stunde mit dem Fahrrad. Also ein paar Mal ist ein Sonntag schon ausgefallen, wenn ich total müde war oder weiß ich nicht, wie aus dem Urlaub wieder kam oder so, keine Ahnung. Oder wie wir im Urlaub waren, dann ging es ja auch nicht. Ja, und ich habe das wirklich jetzt immer durchgezogen. Fahre ich immer 1 Stunde sonntags auf dem Fahrrad. Klar, ich esse danach zwar auch noch was, aber es gibt mir wenigstens ein bisschen das Gefühl, dass ich meinem Körper nicht ganz so sehr in der letzten Ecke lasse, sondern wenigstens provisorisch ein bisschen was für ihn tue, so als Tarnung quasi. Es ist nicht viel, was ich mache. Und ansonsten tanze ich ja immer sehr viel in meinem Zimmer rum. Einfach, weil es geil ist. Und oftmals auch in hohen Schuhen, weil ich versuche, in den hohen Schuhen auch gut zu tanzen. Und damit laufe ich auf denen und somit übe ich, auf hohen Schuhen zu laufen. Ach, wie auch immer. Ja. Deshalb, sage ich mal so, bin ich da, was das angeht, eigentlich klar, es ist nicht das Krasseste, was ich mache, und andere Leute machen viel mehr Sport oder so. Ich mache dann nur noch den Schulsport, mehr ist es dann auch nicht. Aber ich muss sagen, damit zwinge ich mich nicht. Damit ist es wirklich nur so dieses, ich mache das gerne, weil wenn ich mich dazu zwingen würde, wäre das echt scheiße. Teilweise, manchmal mache ich auch wirklich so, dass ich mir YouTube-Videos angucke und ein paar Workouts mache. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, aber das kommt leider nicht so oft vor. Obwohl ich mir die Videos gerne angucke. und manchmal mache ich das dann auch. Und deshalb, ja. Mehr mache ich zwar wirklich nicht für meinen Körper, aber es gibt mir wenigstens das Gefühl, dass es ein wenig gut ist, was ich tue. Und ja. Gut, ich wollte euch nur ein bisschen so informieren, was jetzt eigentlich so die Woche so bei mir ansteht. Ich meine, ihr habt jetzt relativ zeitnah, was heißt relativ zeitnah, sehr zeitnah sogar, hier meinen Vlog bekommen. Sonst bekommt ihr Vlogs von Ewigkeiten her, vielleicht sogar schon vor einem Monat her oder so. Diese Vlogs hier, die jetzt im heutigen Video waren jetzt relativ zeitnah, muss ich sagen, sehr zeitnah sogar. Deshalb, ja, seid ihr eigentlich fast genau auf die Stunde, nein, nicht wirklich, aber fast genau auf den Tag seid ihr eigentlich fast mit mir verbunden, connected, was auch immer. Je nachdem, vielleicht seht ihr dieses Video ja auch erst in einem Monat. ja, gut, deshalb, ja. Gut, mehr wollte ich nicht sagen. Wie gesagt, ich wollte euch mal ein bisschen informieren und so. Und ich hoffe, dass dann alles mit den Videos ganz gut wird und ja. Wie gesagt, das mit der Pünktlichkeit ist ja bei mir auch immer so schwierig, dadurch, dass ich eine schlechte Internetleitung habe. Aber da hat mein Vater gesagt, ab Montag soll sich das auch schon wieder bessern. Also morgen oder so, glaube ich, meinte er. Für euch ab morgen, ne? Deshalb, ja, mal schauen. Gut, dann, ja. Hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben. Das sage ich bei den Vlogs eigentlich nie, ne? Ich sollte das auch weglassen, ne? Das ist schrecklich. Gut, ciao.